bist mein Schildmensch und du bist mein Antriebsmensch, ja, okay. Ja, wir haben ein bisschen Pech gehabt, wir haben mit dem Drohnensystem Pech gehabt, wir haben in vielen anderen Bereichen auch noch Pech gehabt. Also, der Zufall war da auch mit dran schuld und hier müssen wir auf jeden Fall diese Waffensysteme runternehmen, weil das ist ein Halberd Beam und der wickelt uns auch so richtig zusammen. Auch wenn wir noch Schilde am Start haben. Okay, sensationell, mal wieder gefailed. Ihr geht mal bitte hier rüber. Okay, pass auf, wir machen es ein bisschen anders. Nee, doch, du musst darüber. Ich denke mal, wir haben hoffentlich noch eine Phase, wo wir unsere Waffen abfeuern können. Okay, Tarnung. Nee, zu spät. Ich warte bis zur letzten Sekunde, bis die Tarnung runter ist, bevor ich hier noch eine Waffe abfeuere. Okay. Dann gibt's für euch ab in die Medbay. Ich glaube nicht mehr, dass er den noch... Ah, sehr gut, er hat seinen Laser noch nicht abgefeuert. Du solltest trotzdem auf seine Waffensysteme schießen. Ja, guckt euch das an. Der trifft das Drohnensystem und den Antrieb. Und der da geht nochmal daneben. Wie macht die AI das? Wie geht das? Ich will das auch können. Und das hat nämlich nichts alleine hier mit dem Burst-Laser-Modell zu tun. Sondern das macht die AI auch mit den Zweier-Burst-Lasern und mit den Einser-Burst-Lasern. Okay, nächster Sektor. Last Stand. Okay. Das zeige ich euch dann doch in einem separaten Part. Oder? Ach nee, wisst ihr was? Ich habe die Parts zugeschnitten. Ihr werdet das jetzt mitbekommen. Ich habe die Parts nochmal ein bisschen zusammengeschnitten. Und habe euch da nicht immer jetzt separat begrüßt. Okay. Also dann power mal den Antrieb runter und das Ding hier hoch. Ich hätte den Crew Teleporter auch gerne für diesen Award, wo man alle Systeme auf der Kestrel installiert haben muss. Weil ich den auf Easy natürlich schon freigeschaltet habe, aber eben noch nicht auf Normal. Wir haben ein bisschen Reparatur gekriegt und das ist eigentlich ganz nett, das hatten wir dringend nötig. Auch wenn wir doch bis zum Ende ganz gut überlebt haben. Oh, ich liebe diese Musik. Ich liebe diese Musik. Wir jumpen hierhin. Wie können wir denn das Schiff überhaupt abfangen? Also hoffen wir mal, dass wir es überhaupt abfangen können. Ich meine, sind ja 5 Runden, ne? Okay, wir jumpen mal hierhin. Vielleicht finden wir ja noch ein Schiff, das wir etwas leichter platt schießen können. Oh, Anti-Personal Drone, yeah. Ja, warten wir noch ein bisschen. Okay, schnell mal. Alle Waffen abfeuern. Tarnen. Damit das Ding nicht bei uns ankommt. Du. Nee, jetzt kommt das Ding doch an. Das ist doch für den Arsch, oder? Okay, wir schießen auf sein Drone Control. Okay, wir haben sein Drone Control beschädigt. Geht ihr mal hier hin?
Oh, fuck, ey, das ist doch nicht wahr. Oh nein. Oh nein. Okay, du gehst hier hoch in die Medbay. Und wir werden das hier wenden. Yeah. Und sobald unser Antrieb voll ist, jumpen wir einfach weiter zum Repair. Nein. Das war keine Absicht. Hier kann das Feuer ruhig etwas... Ja, das ist ja egal. Okay, jetzt können wir die Türen schließen. Und du gehst mal in die Medbay. Die Leute sind fit. Du kannst das Ding mal hier reparieren. Geh mal mit der Tarnung runter. Hau mal die Medbay hoch. Und dann pause mir das Ding hoch und ihr geht mal in die Medbay. Ja, wir bräuchten noch irgendwas, wo wir ein bisschen Scrap kriegen, aber das werden wir nicht mehr schaffen, weil die Schiffe von der ihm mittlerweile schon so ultra stark sind. Wir haben sogar nur Level 2 Schilde, ja, das ist sau übel. Wir brauchen halt den Crew-Teleporter außerdem. Wenn wir irgendwas gegen die AI aufs Ei kriegen wollen, gegen den Endboss. Aber ich sehe hier auch keinen Store. Also von daher. Das Schiff, da könnten wir sogar schaffen. Okay, wir warten, bis er online kommt. Ja, so geht das nämlich, Junge, ne? Da guckst du doof. Okay, dann schießen wir mit allem, was wir haben, auf seine Waffensysteme. Okay, dann haben wir die Bomben schon mal ausgeschaltet. Was ganz gut ist, power das mal runter und dann kannst du mir gleich wieder meine Tarnvorrichtung hochpowern. Und ja, wir müssen auf jeden Fall hier auf seine Waffensysteme nochmal schießen. Denn ich kann ihm nicht erlauben, dass er mit dem Halberd Beam auf mich schießt. Na komm. Zeig dich. Ich weiß, deine Waffe ist aufgeladen. Okay. Wir schießen auf dein Cockpit. Denn also vor dem Halberd Beam alleine brauchen wir jetzt keine Angst zu haben. Wir schießen auf deine Schilde. Naja, mach du mal deinen Scheiß. Ah, der hat Stealth Weapons. Aha, kann also Waffen im Tarnmodus abfeuern, ohne gesehen zu werden. Ja. Schon klar, Junge. So, wir kriegen ein bisschen Scrap, hoffe ich. 69. So, ich suche einen Store. Ich suche einen Store. Ja, okay. 4 Schildpunkte. Okay, versuchen wir, seine Schildsysteme auszuschalten. Okay. Doch, so viele Treffer. Okay, schießen wir auf seine Waffensysteme. Warten wir mal. Schaut mal an, der hat eine Attack Drone Mark II. Boah, Alter. Das ist ein krasses Teil.
Vielleicht schaffen wir es nochmal. Alter. Ja, wenn jeder dritte Schuss daneben geht, ist halt scheiße. Da sind die verbesserten Sensoren halt ganz praktisch, weil man dann wieder trifft. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch... Oh, ist das ein Assi. Oh, ist das ein Assi. Ist das ein Assi. Okay, mach's ein bisschen anders. Nimm mal hier sein Pilotensystem runter. Okay, da war gar kein einziger Treffer dabei, dann ist es eigentlich egal. Wir haben noch ein bisschen was an Turns. Es könnte sein, dass hier unten ein Shop ist. Das Rebellenschiff wird auf jeden Fall da drüben rauskommen. Wir fahren mal hier hoch und gucken mal, ob wir da noch einen Store finden. Ansonsten müssen wir... okay, komm, wir gucken es uns mal an. Das ist immerhin eine Drone Mark I. Aber der hat so viele Laser am Start. Okay. Das hat ganz gut geklappt. Ich würde sagen, wir feuern noch ab, was geht. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Ich hätte eigentlich viel mehr Schaden an seinen Schilden anrichten müssen, denn ich meine ja, sein Pilotsystem war ja ausgeschaltet. Wenn ich mich da nicht irre. Okay, Tarnung. Wupp. Okay. Ja, spring zum... spring hier hin. Und ihr repariert mir mal mein Sauerstoffsystem. Leute. Ich werde es nicht schaffen. Schaut euch mal an, wie wenige Schiffssysteme ich hier überhaupt entwickelt habe. Aber ich gebe nicht auf. Nein. Ich bin nur voller Hass und Zorn. Das ist alles. Meine Fresse. Leck, das Spiel dauert auch schon irgendwie ganz schön lange. Okay, er fliegt darüber, denke ich. Also versuchen wir ihn hier abzufangen. Wir haben noch ein paar Runden Zeit. Vier Schildpunkte, eine Lito-Ionenblase und... wir versuchen es mal. Ich denke mal... Also, Versuch ist es wert an der Stelle. Schieß mir mal seine Steuerung runter. Oder auch nicht. Ja, die eine Rakete, die schlucken wir mal. In die Waffensysteme natürlich. Geh mal hier hin und reparier das System. Ja, und dann sind wir auch schon weg. Hier runter. Düdelüdelü, düdelüdelü. So. Auf geht's. Ja. Ach, das wird so schön, wie der uns jetzt zerlegt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es wird ein richtiges Schlachtfest.
Ah, wir haben immerhin ein bisschen Schaden da an seine Systeme gemacht. Ah, wie ich das liebe. Ja, das war in letzter Minute, würde ich sagen. Ja, ich weiß. Und ab in die Med Bay. Und dann schießt du bitte nochmal auf ihn hier. Warte mal noch kurz. Kleinen Moment, ja. Ich meine, der Typ da hat ja hoffentlich kein NG Medbot Dispersal oder sowas. Okay, der nächste Schuss, der treffen muss, wäre... er muss nicht treffen, aber ich würde sagen, wir versuchen mal, seinen Ionenblaster auszuschalten. Ah, da ist sogar ein Hull Breach, cool. Ne, warte mal, bleib mal ganz kurz dran. Okay, power mal kurz hoch. Ah ja, komm, mach auch deine Tarnung an. Ich habe keinen Nerv, dass er mir hier jetzt, mein Schiff komplett zusammenschießt im ersten Sektor. Aber sind wir ehrlich, ohne einen Crew-Teleporter ist es verdammt schwer, das Ding hier zu schaukeln. Wow, das war ein gutes Ausweichmanöver. Das war dann ein relativ schlechtes. Hier geht schon mal vorsorglich in die Med Bay. Okay. Ich schieße auf das System. Boah! 4 Schüsse daneben mal wieder. Ja, dann mach ich doch auch. Na komm, also wirklich. Das war ganz schön frech. Das war ganz schön frech. Der lädt aber ganz schön schnell sein Tarnsystem auf, dafür, dass er nur sehr kurz getarnt ist. Naja, gar nicht so ohne der Bursche. Okay, versuchen wir mal, hier nochmal dieses System auszuschalten. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, ich tarn mich auch, du Idiot. Oh, ich habe sogar noch einen Schluck Verlierer-Kaffee. Moment, den muss ich jetzt trinken. Sonst drehe ich hier hohl. Mm-hmm.
Also ich war pessimistischer, was Stufe 1 angeht. Ich hätte echt gedacht, wir losen Stufe 1 komplett. Ultra abgenoobt. Aber ich glaube... Also irgendwie sieht es ja momentan noch halbwegs gut aus. Oder zumindest nicht ganz so schrecklich. Ah, mein Türsystem. Ah ja, gut. Was? Der hat das Ding da schon wieder repariert? Oh, Alter. Ein schlechter Witz. Ein schlechter, schlechter Witz. Gut, gut, gut. Oh, Mann. Hey, wir haben Stufe 1 geschafft. Yeah! Oh, Mann, fühle ich mich gut. Obwohl wir so sau schlecht waren. Nein, Moment, halt. Versagen nehme ich immer auf meine Kappe, obwohl ich so sau schlecht war. Power das mal kurz runter. Das wird jetzt nachher noch ein Spaß mit diesem Drone Control System, also mit diesem Power Surge, gegen den wir dann nachher kämpfen. Ob wir das überleben, das wage ich doch mal zu bezweifeln. Okay. Ah, shit, mir fehlen 6 Scrap für, mir fehlen 6 Scrap, um das Türsystem nochmal eine Stufe upgraden zu können. Das wäre halt sehr geil gewesen. Hätten wir hier bloß einen Store gefunden. Also das Waffensystem zu upgraden, das kann ich mir schon mal abschminken. Was ginge denn noch? Also was er ja gerne macht, ist eine Drohne in das Cockpit schieben. Und dann geht halt natürlich die Evade direkt megamäßig runter. Ich muss auch sagen, ich habe hier manche Entscheidungen getroffen, mit denen ich im Nachhinein nicht zufrieden war. Aber ich habe es aus Frust getroffen und Frust ist immer ein schlechter Berater, muss man jetzt sagen. Ja, wir haben diesen doofen FTL-Jammer, der ist ja auch ein totaler Quatsch, ne? Okay, also die 90 Scrap für das Waffensystem kriegen wir nicht mehr. Wir kriegen vielleicht, wenn wir Stufe 2 überleben, ist die Frage, ob wir Stufe 2 überleben, kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Scrap, um die Türsysteme zu upgraden, was relativ wichtig ist im letzten Stage. Wir versuchen es einfach. Wir versuchen es einfach. Okay. So. Wir haben super wenig Schilde, deswegen sind wir ultra anfällig gegen diese Beamwaffe. Also schießen wir auf die mal zuerst. Und haben ein bisschen was auseinandergenommen. Okay, es sieht aus, als käme die auf die Medbay. Und das können wir uns noch halbwegs leisten. Ich würde sagen, wir bauen den Antrieb ein ganz kleines bisschen runter, damit wir hier die Medbay hochpowern können. Unser eigentliches Problem sind natürlich die Beam-Drones nachher. Okay, wir haben ihn da ausgeschaltet. Es ist halt jetzt die Frage, wohin der die Raketen schießt, ne? Wenn er natürlich... Ich meine, der Boss schießt in der Regel auf wichtige Systeme. Das ist klar. Wir werden aber nachher total im Arsch sein, wenn er mit seinem Power Surge ankommt und wir keine Tarnvorrichtung haben. Also müssen wir die Raketen schlucken. Uh,
Okay, Feuer in der Medbay. Und die Medbay ist ausgefallen. Das ist ganz, ganz schlecht. Dann brauchen wir unseren Felsenmenschen. Da ist außerdem noch ein Hüllenbruch drin. Ist ja ein Ding. Okay. Und das heißt, dass außerdem der Oxygen, also der Sauerstoff runtergeht. Gut. Dann können wir das Feuer dort definitiv nicht löschen. Wir können es aber relativ schnell wenden. Das Problem ist, dann wird die Anti-Ship-Drone hier reinkommen. Und wo sie dann hingeht, vielleicht hier durch den Medbay-Raum und versuchen, unser Door-System anzugreifen. Was natürlich ziemlich kacke ist. Aber das müssen wir leider hinnehmen. Wir schießen übrigens noch... Nee, wir schießen auf das Raketensystem, bitte. Okay. Schüsse sind abgegeben. Wir machen die Tarnvorrichtung an. Schließen alle Türen wieder. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir hier schnell... shit, wir können hier nichts machen. Bei dem System, weil da der Hüllenbruch drin ist. Was wir machen können, ist, wir können die anderen Türen öffnen und versuchen jetzt schnell diesen Hüllenbruch hier zu reparieren. Und du musst auch hier hoch. Okay. Reparier die Medbay, bitte ganz, ganz schnell. Okay. Medbay ist repariert. Er hält es auf jeden Fall noch ein bisschen durch. Okay, du musst wieder zurück in den Schildraum und zwar jetzt. Okay. Jetzt wäre eine System Repair Drone natürlich praktisch, weil wir dann die Hüllenbrüche hier reparieren könnten, aber ich muss auch sagen, ja, ich musste verkaufen, ich brauchte die Kohle, aber okay. Auf das Raketensystem und den Hull-Smasher Laser hinterher. Machen wir die Türen alle wieder zu. Okay, der Rockman, der muss schon mal rüber. Ne, Moment. Es ist natürlich problematisch. Du musst, sobald ich diese Drohne ausgeschaltet habe, schickt ihr mir nämlich die nächste rüber, oder? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich nachher hier überall Hüllenbrüche in meinen Räumen und kann nichts mehr dagegen machen. Insofern, okay, du gehst hier rüber. Muss jetzt hier runter. Oh, scheiße. Das war's jetzt. Das war's. Ich hab, keine Tarnvorrichtung momentan. Nee, das geht nicht. Du musst dahin. Jetzt kommt der Power Search und der wird mich komplett auseinandernehmen. Ich schieß mir jetzt die Schilde runter und dann, ja, seht ihr hier, jetzt geht's ganz schnell. Jetzt sind wir im Arsch. Okay, was wir noch versuchen können, ist, einen Schuss abzugeben, bevor er mein Waffensystem komplett ausgeschaltet hat. So, Sensoren sind down, Evade ist down. Ja, wir sind schon direkt runter. Ja, das war's. Okay, Leute, es hat Spaß gemacht mit euch. Da ist nichts mehr zu wollen. Ich sag mal, ich bin jetzt nicht so enttäuscht. Ich habe ein paar Fehler gemacht, die weiß ich jetzt auch im Nachhinein. Ich glaube, es gab auch ein paar Sachen, die ganz gut funktioniert haben, so gegen Ende. Wir sind einfach, oder ich bin in dem Falle daran gescheitert, dass mir der Crew-Teleporter natürlich gefehlt hat. Mir hat ein Punkt gefehlt bei den Waffen, mir hat ein Punkt gefehlt bei den Schilden auf jeden Fall. Insgesamt, wir haben viel Pech gehabt, aber es war nicht Pech alleine.
diese überschnelle Entscheidung von mir, das Drohnensystem zu kaufen, da habe ich zu viel auf eine Karte gesetzt. Das war eine unkluge Sache auf jeden Fall. Das hätte ich sein lassen müssen. Der Weapon Pre-Igniter war, glaube ich, keine schlechte Entscheidung. Das Wichtigste definitiv war das Tarnsystem. Das kam relativ spät, aber wir haben es dringend gebraucht. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Ja, vielleicht hätten wir dann noch am Ende die System Repair Drones behalten sollen. Aber ich hätte mir da insgesamt mehr von dem Drohnensystem erhofft. Wir wären mit fast allen anderen Drohnen besser dran gewesen als mit der Drohne, die wir gekriegt haben. Ja, egal. Es hat insgesamt Spaß gemacht, würde ich sagen. Und da sind wir in Sektor 8 auf Normal. Eigentlich so von der Punktzahl her gar nicht so schlecht, finde ich. Ich denke mal, ja doch, das hier ist in Ordnung. Oder kann man da auch hier Topscores? Sind wir da irgendwo vertreten? Ne, sind wir nicht, ne? Ja, das werden wir auf jeden Fall noch sehen, wie das mit dem anderen Schiffstyp weitergeht. Denn als nächstes ist die Red Tail dran, die ich bisher nur angetestet habe, aber noch nicht so wirklich gespielt habe. Und wie gesagt, das ist das Schiff, das wir uns als nächstes angucken. Vielleicht kommt da ja was bei rum. Ich habe gehört, das Schiff ist sehr, sehr schwer. Am Anfang sehr leicht, aber später sehr schwer. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wünsche euch alles Gute und ich freue mich natürlich wieder auf eure Tipps. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.